Hallo und willkommen zu einer neuen Rezension. Heute möchte ich euch gerne ein Buch zeigen, das ich vor kurzem erst beendet habe. Wie immer eigentlich, wenn ich eine Rezension abdrehe. Ich weiß nicht, warum ich es immer dazu sage, aber egal. Es geht um dieses Buch hier, So nah und doch so fern von Anne Brashers. Und ja, dieses Buch zählt zu meinem Project 10 Books Büchern und ich habe gedacht, diesen Monat wage ich mich einfach mal ran und lese es. Und jetzt habe ich es beendet und ja, vielleicht zunächst einmal zu den Fakten zu diesem Buch. Es ist im Karls Books Verlag erschienen, das zählt zum Random House Verlag. Und das Buch hat 368 Seiten und kostet neu 14,99 Euro. Ich habe es damals bei Rebuy bestellt, ich weiß nicht mehr, wie viel es damals gekostet hatte. Ich glaube so 6 Euro vielleicht, ich bin mir nicht mehr sicher, aber vielleicht seht ihr es ja oder habt es auch schon gesehen in einem meiner Rebuy-Unpackings oder so oder in einem meiner Rebuy-Videos eben einfach. Ja, da habe ich es damals bestellt und ja. Zum Inhalt des Ganzen lässt sich so viel sagen. Es geht hier um Lucy und Daniel, also es geht so hauptsächlich um zwei Personen und es geht um Wiedergeburt. Also man muss sich das Ganze so vorstellen, dass die Menschen in diesem Buch alle wiedergeboren, oder nicht alle, aber die meisten werden wiedergeboren. Und zwar mehrmals, nicht nur ein- oder zweimal oder so, sondern manche unendlich mal. Man weiß nicht wie oft. Und Daniel zählt eben zu so einem Menschen und auch Lucy zählt zu einer, so einer Frau, die eben wiedergeboren werden beide. Und ja, das Besondere an Daniel allerdings ist, im Unterschied zu den anderen normalen Menschen und zu Lucy, dass er sich erinnern kann. Er kann sich an alle seine vergangenen Leben erinnern. Und er erinnert sich zum Beispiel unter anderem auch an Lucy. Die kennt er nämlich seit seinem ersten Leben. Und ja, man kann sich jetzt vorstellen, dass das Ganze eine Liebesgeschichte ist. Also natürlich liebt Daniel Lucy über alles und er kann sich das gar nicht ohne sie vorstellen. Und er hat sie nicht in allen seinen Leben getroffen, aber in diesem Buch, in diesem Leben hier gerade, trifft er sie natürlich schon von Anfang an. Allerdings ist natürlich das Problem, dass Lucy ihn nicht kennt, weil Lucy kann sich ja nicht erinnern. Also es gibt sehr wenige Menschen, die sich an ihre vergangenen Leben erinnern können. Daniel kennt auch so ein paar Menschen. Sie haben eigentlich verschiedene Fähigkeiten. Also nicht alle erinnern sich exakt an ihre Leben, so wie Daniel. Manche erinnern sich nur an Personen oder manche können irgendwie andere Sachen spüren. Manche können spüren, wer wiedergeboren ist und wer nicht und so weiter oder welche Person sie vorher waren oder so, und so Sachen eben. Ja, und darum geht es in diesem Buch. Es geht um Wiedergeburt, um Seelenverwandtschaft und solche Dinge, um Liebe. Und ja, es hat mir eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich komme jetzt gleich mal zu meiner Meinung. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Und es wird einem zum Beispiel auch erzählt oder erklärt, was in Daniels vorherigen Leben so passiert ist. Also Daniel selbst erklärt immer wieder zwischen den Kapiteln, also es gibt Kapitel über Lucy und eben Kapitel über Daniel und Daniel in seinen Kapiteln erzählt auch was über seine vergangenen Leben. So zum Beispiel das erste Mal, wenn er über sein Leben spricht, das ist nämlich sehr interessant, das ist sein allererstes Leben, das möchte ich euch gerade noch sagen, wann sein allererstes Leben begonnen hat, das war 541 nach Christus. Also, so alt ist Daniel im Prinzip schon und das erzählt er eben, was da alles so passiert und natürlich nicht jedes einzelne Leben, aber so die wichtigsten Sachen erklärt er dann und dann geht es natürlich noch um Lucy, um die Gegenwart, was Lucy eben so treibt und ja, wie es ihr geht, denn das Problem ist, dass Daniel natürlich an Lucy rankommen möchte und er möchte natürlich mit ihr reden und ihr klar machen, dass sie sich eigentlich schon sehr lange kennen. Aber Lucy versteht das natürlich, naja, wie soll sie das verstehen können? Und das weiß Daniel auch, sie wird das nicht verstehen. Und das ist eben das Problem in dem Ganzen. Und es gibt noch ein anderes Problem. Es gibt zum Beispiel eine gewisse Gefahr aus dieser Vergangenheit. Aber dazu sage ich jetzt auch nichts weiter mehr. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war auch zwischendurch sehr, sehr spannend. Und ich fand auch diese Liebe zwischen Daniel und Lucy so wundervoll. Es war sehr romantisch auch dadurch und ja, die Vorstellung, dass man einfach wiedergeboren werden könnte und dass man nicht nur einmal lebt, sondern mehrmals und mehrmals die Chance hat, sozusagen ein schönes Leben zu leben und ja, seine Liebe, seinen Seelenverwandten zu finden, das fand ich so toll, diese Vorstellung. Das hat mir echt gut gefallen.
Und deswegen hat das Buch, glaube ich, auch am meisten Spaß gemacht. Und deswegen habe ich es auch damals gekauft. Natürlich auch wegen dem Cover, weil das ist ja wunderschön. Das muss ich jetzt gerade noch dazu sagen. Aber eben hauptsächlich wegen der Geschichte. Die ist echt interessant einfach. Und diese Vorstellung, ja, da würde ich auch gerne dran glauben eigentlich, dass man wirklich wiedergeboren werden könnte. Das wäre echt schön, wenn es so wäre. Denn man merkt es auch zum Beispiel bei Daniel, dass er dann weniger Angst vor dem Tod hat und so weiter, weil er ja weiß, dass er im nächsten Leben wiedergeboren könnte. Und dadurch, dass sich Daniel erinnert, kann er zum Beispiel auch sowas wie Geld anhäufen und so. Also er versteckt dann sein Hab und Gut und er kann dann über mehrere Leben hinweg immer wieder zum Beispiel die gleichen Schuhe tragen. Das ist so ein richtiges Merkmal von Daniel. Er trägt immer diese speziellen uralten Schuhe. Und ja, das ist einfach so eine tolle Vorstellung, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde es toll. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Negativen des Ganzen. Denn also ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben, das sage ich jetzt vorneweg schon mal. Es wäre fast ein 5-Sterne-Buch, aber ich habe mich dafür am Ende viel zu arg geärgert. Denn ja, ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass dieses Buch ein Einzelband ist. Und ich glaube, die meisten von euch denken auch, es wäre ein Einzelband. Ich muss euch leider enttäuschen, es ist eine Trilogie. Das ist der erste Teil und die liebe Anne Precious hat aber nicht weitergeschrieben. Ja. Und das Ende ist ein offenes Ende, also man könnte es so halb als Abschluss betrachten, aber dafür, nee, kann man eigentlich fast gar nicht. Also, nee, es ist zu offen, definitiv. Man könnte sich eventuell damit abfinden, so ein bisschen, aber ich finde, da ist einfach zu viel, was dann noch am Ende passiert, wo man denkt, ja, ich wüsste jetzt schon gern, wie es weitergeht. Und es geht aber nicht weiter und ich finde das unmöglich. Wer schreibt, wer beginnt eine Trilogie und beendet sie nicht? Wer macht denn sowas? Ich finde das echt nicht fair. Also ich hab dann natürlich recherchiert, weil ich habe es zu Ende gelesen und dachte dann zum Schluss, ja, Moment, das kann jetzt nicht der Schluss sein. Das kann jetzt nicht das Ende sein. Das geht nicht. Da fehlt doch was. Und dann habe ich nachgeschaut und habe festgestellt, ja, Anne Precious hat in einem Interview zugegeben, also beziehungsweise zugegeben, sie hat es gesagt, dass es eine Trilogie eigentlich werden sollte. Und sie hat tatsächlich angeblich wortwörtlich gesagt, wenn wir möchten, dass sie weiterschreibt, dann sollen wir die Bücher kaufen. Also dieses Buch. Ja, ich habe es gekauft. Aber sie hat nicht weitergeschrieben, sozusagen. Also ich meine, das lesen doch bestimmt viele Leute. In Deutschland ist es eben erst 2013, glaube ich, erschienen. In Amerika oder England oder wo auch immer sie jetzt herkommt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dort, wo Anne Brashes herkommt, da ist das Ganze 2010 erschienen. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben jetzt 2014 und sie hat noch nicht angefangen, das zweite Buch zu schreiben. Ich find das echt schlimm. Das hat mich so aufgeregt. Ich war so wütend. Und deswegen, das hat mir das Buch versaut, weil da einfach was fehlt. Es hört einfach mittendrin sozusagen auf und es fehlt was. Und das kann halt echt nicht sein. Ja, das kann halt einfach nicht sein. Also ihr seht es schon, ich bin ziemlich sauer und deswegen hätte das Buch eigentlich noch weniger Sterne verdient, aber dafür fand ich es einfach zu gut. Ja, was soll ich sagen? Es war schön, das Ganze zu lesen. Es war sehr unterhaltsam. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich konnte mich einfach so in diese Geschichte fallen lassen, sozusagen, und einfach mal für ein paar Stunden abschalten und lesen. Und ich habe echt gerne darin gelesen, aber wenn ich jetzt nicht erfahren kann, wie es mit den beiden weitergeht, dann finde ich das scheiße. So, jetzt habe ich es gesagt. Es ist scheiße. So, okay, ich höre jetzt einfach mal auf mit dieser Rezension. Wie gesagt, 4 Sterne hat das Ganze bekommen. Ich kann es trotzdem empfehlen, auch wenn es nicht weitergeschrieben wurde. Aber wenn ihr solche Menschen seid wie ich, die eigentlich gerne ein Einzelband lesen, weil sie wissen, dass es dann abgeschlossen ist, dann lasst es lieber, weil es ist nicht abgeschlossen. Und es sieht auch so aus, als würde es niemals abgeschlossen werden. Ich weiß nicht. Anscheinend hat auch der Verlag damals kein Interesse gezeigt an einer Fortsetzung der Trilogie, deswegen hat Anne Brashes nicht weitergeschrieben, weil damals anscheinend zu wenig Leute die Bücher gekauft haben. Also ihre anderen Bücher waren einfach beliebter, sagen wir es mal so. Und aus diesem Grund hat der Verlag nicht weiter darauf bestanden, noch mehr Bücher ja, erscheinen zu lassen. Und aus dem Grund hat Anne Brashes nicht weitergeschrieben. Ja, und jetzt haben wir den Salat, wir haben nur ein Band. Egal, trotzdem eine schöne Vorstellung.
trotzdem ein schönes Leseerlebnis und trotzdem empfehlenswert. Und ich glaube, das war's jetzt einfach mal von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!